Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zum dieswöchigen Elysia Online Update, was ein wirklich richtig, richtig riesengroßer Schritt ist in Richtung Multiplayer, yay! Und zwar könnt ihr jetzt Räume erstellen, diese Rennlobbys, über die ihr dann später die Rennen starten könnt. Ihr könnt alle schon einstellen, ihr könnt noch keine Rennen starten, das funktioniert noch nicht. Aber prinzipiell, bis auf die Möglichkeit schon online zu rennen, ist jetzt schon alles vorbereitet dafür. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt gleich mal, um euch noch zu zeigen, wie man einem Raum nachjoint mit Passwort, habe ich mir Fabi noch gekrallt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal so. Also ihr geht hier unten auf Game und dann auf Race. Und dann habt ihr hier jetzt diese Race-List. Habt hier verschiedene Reiter hier oben. Single, Speed Single, Speed Team, Magic Single, wo hier auch Fabis Raum gerade drin ist. Und Magic Team. Darüber könnt ihr dann später auswählen, in welchem Rennen ihr denn starten wollt. Und hier oben haben wir auch noch die Gildenrennen drin. Die sind aber jetzt gerade noch nicht drin. So, die Funktion. Wir haben hier die Möglichkeiten, wenn auf einer Seite, also wenn es mehr als eine Seite ist, dann könnt ihr hier oben durchschalten. Hier sehen wir es gerade bei Magic Single zum Beispiel, da haben wir mehr, oder auch bei Magic Team haben wir mehr. Und ihr könnt entweder einem komplett random Rennen joinen, hinterher, was wollte ich sagen? Jedenfalls in den Raum reingehen. Dann kommt hier diese Suche oder ihr geht in einen Raum rein gezielt. Da habt ihr dann hier dieses Enter stehen, beziehungsweise Waiting. Die Anzahl an Leuten, die schon drin sind, vorne. Und hinten die Zahl zeigt, wie viele Leute in den Raum rein können. Diese Private-Räume, das sind passwortgeschützte Räume. Das möchte ich euch gleich eben noch mit Hilfe von Fabi zeigen. So, ich gehe jetzt mal in diesen Raum hier rein. Wir sind jetzt gerade in Magic Team, dann kann ich euch nämlich auch direkt noch zeigen, wie das mit dem Teamwechsel funktioniert. So, und das ist dann die Lobby. Ihr seht dann hier alle Leute, die sich in der Lobby befinden. Wow, das ist gerade richtig rappelvoll. Wir haben hier 6 von 6 Leuten gerade drin. So sieht das Ganze dann aus. Die Pets rennen auch nebenher. Und hier unten, ihr seht, ich wäre jetzt gerade im roten Team, jetzt bin ich im blauen Team. Wenn ihr da draufklickt, dann wechselt ihr das Team und bestimmt somit, welchem Team ihr dann beitreten wollt. Ihr seht hier jetzt gerade, wir hätten jetzt quasi 4 blaue Reiter und 2 rote. Das heißt, das Rennen würde so nicht starten, denn es muss ausgeglichen sein. Wenn ich jetzt auf das rote Team gehe, wäre es jetzt ausgeglichen. Und ihr müsst natürlich auch, wenn denn dann alles ausgeglichen ist, müsstet ihr euch dann später auf bereit setzen. Denn vorher kann der Master, sage ich mal, der diese Lobby geöffnet hat, kann das Rennen nicht starten. Das geht. Wo ist meine Maus? Da unten drüber. Wenn ihr nicht ready seid, habt ihr hier unten dieses leere Häkchen mit dem Kreuz. Wenn ihr ready seid, rennt da unten das Pferd. Und das Ganze funktioniert auch mit F10. So könnt ihr es eben, so könnt ihr euch bereit melden oder das Ganze wieder rausnehmen. So, hier gehe ich jetzt aber mal wieder raus, denn ich zeige euch jetzt noch, wie man einen Raum erstellt. Was ihr da alles einstellen könnt, wo ihr das einstellen könnt und dann noch, wie ihr nachjoint, wenn derjenige ein Passwort hat. So, zum Erstellen geht ihr hier oben natürlich auf Create. Dann haben wir hier die verschiedenen Modi, die wir auswählen können. Wir haben links Speed, rechts Magic und das Ganze als Single. Das ist momentan noch auf Koreanisch, ihr seht es aber auch hier unten an dem Banner. Habt ihr Single und Team und hier auch Single und Team. Also ihr könnt euch auch einfach merken, links ist immer Single-Rennen und rechts sind immer Team-Rennen. Hier rechts kann ein, kann eine Kursauswahl getroffen werden. Entweder alle Rennstrecken, diese neueren Rennstrecken, ich müsste jetzt gerade selber nochmal gucken, welche das waren, oder sehr beliebte Rennstrecken. Oder ihr könnt einfach auch eine einzelne Strecke auswählen, wenn ihr nur die reiten wollt. Früher hatte man da Atkins Desert sehr, sehr häufig drin. Hier habt ihr den Namen vom Raum, worunter man euch da suchen kann. Ihr könnt hier die Anzahl an Leuten einstellen, die ihr reinnehmen wollt, sowohl für Magie als auch für Single. Bei Magie ist natürlich, sind natürlich hier 3, 5 und 7 nicht möglich, denn es muss ja immer aufgehen. Das heißt, da sind nur gerade Zahlen möglich. Bei Single-Rennen könnt ihr das komplett nach Belieben wählen. Und wenn jetzt jemand, wenn ihr einen Raum erstellen wollt, nur für Freunde, wo sonst keiner reinjoinen soll, dann gebt ihr hier unten einfach ein Passwort ein. Zack. Create
Und dann seid ihr hier eben drin. Hier an der Seite könnt ihr auch nochmal auswählen, wie viele denn dann rein sollen. An Leuten, wenn ihr das nachträglich noch ändern wollt. Und ihr könnt auch hier nochmal im Spiel die Rennstrecke ändern. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn ich mich recht erinnere, war das glaube ich auch so, dass der Sieger dann wechseln konnte später. Das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Das müsste man nochmal abwarten. Oder vielleicht schreibt es mir auch noch jemand in die Kommentare, der das noch genau weiß. Und hier unten, das war... Oje, oje, oje. Das muss ich selber nochmal reinschauen. Das sind noch irgendwelche Sonder-Special-Teile, die ihr hier unten bei den Buttons auswählen könnt. Das ist aber eine Sache, die habe ich damals nicht verstanden. Damit muss ich mich jetzt dann auseinandersetzen, wenn das Spiel auf Englisch ist. Hier an der Seite sehen wir übrigens schon den Ranking-Table. Denn es wird später verschiedene Ligen geben. Ihr fangt an ganz, ganz niedrig in der Holzliga. Ich glaube, das waren 100 Plätze pro Liga. In der Holzliga, dann geht es Bronze, Silber, Gold. Und zum Schluss die Platin- oder Diamantliga war das. Wo man dann auch unterschiedliche Belohnungen für bekommt. Und in der obersten Liga war es, manche von euch kennen vielleicht die Rüstung, diese wunderschöne Pegasus-geflügelte Rüstung. Das ist jetzt aktuell noch nicht drin. Schauen wir mal, wann das reinkommt. Ist aber auch zum Erstellen der Rennen erstmal noch irrelevant. Zack. Und jetzt gucken wir mal. Magie Single. Wo ist denn Fabis? Ach, da oben. Ganz, ganz oben ist er. Dann joine ich mal rein. Passwort. Enter. Und ist das not, steht das not match? Hast du irgendwas groß geschrieben, Fabi? Nö, aber ich glaube, also ich musste das eben neu erstellen, weil ich rausgeflogen bin. Das müssen zwei Sepp-Teile da sein. Aber wie steht nämlich ein 2 davor? Okay. Also ich sehe dich jetzt ganz oben mit Sepp, Fabi, Sepp. Aber nee, also der Anfangsbuchstabe ist groß, ja. Ein Passwort. Jetzt komme ich rein. Wunderbar. Mein Pferd hat... Guck mal, hier kannst du übrigens noch Sachen umstellen. Hier kannst du auch noch das Passwort nochmal nachträglich ändern oben. Genau, das sehe ich jetzt gerade nicht. Aber das hier oben, habt ihr nochmal den Namen drin. Und hier steht eben auch das Passwort. Und da kann der Raumbesitzer kann das dann nochmal ändern. So. Ja, so sieht das hier aus. Ihr habt jetzt auch hier den Chat. Ihr könnt jetzt hier in der Lobby könnt ihr auch chatten. Das funktioniert auch schon. Deswegen gibt es auch momentan quasi einige Rennen, die so ein bisschen als Chat-Lobbys fungieren, könnte man sagen. Solange man noch keine Rennen reiten kann. Fabi ist entsetzt. Ich würde jetzt gerade nochmal selber einen Raum aufmachen. Dann kannst du mir mal joinen. Dann kann ich nämlich noch zeigen, wie man Spieler kicken kann. Denn auch das ist möglich, wenn man einen Spieler nicht im Raum haben möchte. Dann funktioniert das mit dem Kicken. Ich hoffe, ich finde die Funktion gleich selber auf Anhieb. Ich war immer so lieb, ich habe niemanden gekickt, wenn ich einen eigenen Raum hatte. Du kannst übrigens diese Buttons, die du gemeint hast, hier unten, das sind dann diese Buffs. Du kannst auch Buff-Sets einstellen. Mm, ich weiß nicht mehr. Eben, dass du zum Beispiel, dass du mehr Mana am Anfang hast, mehr Magic Bar am Anfang hast oder dass du halt bei den Sprüngen mehr bekommst und sowas da drin. Ja, genau, das ist ja jetzt auch schon übersetzt. Ich muss gerade nochmal gucken oder ich müsste mal gucken oder schaut mal selber. Vielleicht kann ich da auch nächste Woche da mal drauf eingehen, am Samstag. Hier unten, irgendwo kann man sich dieselbe auch nochmal drin anschauen. Da sind die nochmal alle aufgelistet. So, ich mache jetzt mal gerade so. Ich gehe jetzt mal auf 3. Ich nenne jetzt den Raum Cuddy-Sepp und mache mal ein Passwort. Dann nenne ich das jetzt Fabi, komplett klein geschrieben. Okay. So. Okay, ich habe jetzt meinen Raum hier. Ein Speedrun, was hast du gemacht? Ja, Single Speed. Genau, und hier oben kann ich es euch jetzt zeigen. Ich könnte jetzt hier auf das Schloss draufklicken und kann da nochmal das Passwort neu setzen. Mache ich jetzt aber nicht. Oh Gott, ich kenne mich doch nicht aus. Wo sehe ich denn deine Welt jetzt? Ich gehe oben auf Speed Single. Ja, und da müsste dann irgendwo Cuddy Sepp stehen. Ein geschlossener Raum. Probier's mal. Moment, Race. Mensch, 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 mein Pferd hat schon wieder gelitten, ist schon wieder dreckig hier. Sehe ich es gerade ehrlich gesagt noch nicht, muss ich sagen. Okay. Hat er vielleicht irgendwas. Ich guck mal gerade durch. Nein, ich. Was? Ich sehe es nicht. Oh no! Warte mal, dann gehe ich gerade nochmal. Ich mache nochmal einen neuen auf. Ich mache mal ein Magic Single auf, da wo du eben auch drin warst. So. Okay. Magic Single. So, Cuddy Sepp.
Passwort Fabi. Create. So, ich hoffe, jetzt funktioniert's. Oh nein, Fabi findet mich nicht. Ja, ich bin jetzt echt gerade am rumgucken. Also... ich sehe den Raum halt wirklich nicht. Ich gehe einfach nur unten auf Game, dann auf Race. Und dann bist du und oben in Magic Single drin und da bin ich nicht drin. Genau. Nee. Das ist komisch. Aber, wenn mich nicht alles täuscht, dann ging das, dass ihr hier, wo ja die Spielerliste ist, wo ihr euch auch die Informationen nochmal angucken könnt, was anscheinend momentan noch nicht integriert ist. Das kann ich sogar kurz sagen. Ich habe es nämlich eben bei meinem Game gesehen. Einfach Rechtsklick auf dich drauf und dann kann man Block oder sogar bannen. Ah, und dann kann man darüber nämlich auch kicken. Dann ging das nämlich darüber. Genau, also da kannst du ihn raushauen oder glaube ich sogar komplett bannen, wenn ich das richtig gesehen habe. Siehst du, das wusste ich selber nicht mehr. Also dann könnt ihr hier eben den Namen auswählen, den ihr raushauen wollt. Macht einen Rechtsklick drauf und dann könntet ihr hier eben bannen und kicken. Kann ich jetzt natürlich mit mir selber nicht machen. Das ist ja logisch. Ja, und im Endeffekt war das Update der heutigen Woche sehr, sehr umfangreich. Ich schaue dann echt mal, dass ich hier unten mal gucke, was es hier so alles für Möglichkeiten gibt, dass ich darüber auch mal noch ein Video machen kann an Buffs für euch, an Rennbuffs. Und ja, das war's dann erstmal für heute vom heutigen Update. Wie gesagt, sehr, sehr umfangreich. Nochmal eine kurze Info, weil ich jetzt so oft gefragt wurde, was denn mit den Eiern ist, warum die denn immer mittwochs weg sind. Die werden mittwochs zurückgesetzt, beziehungsweise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da werde ich auch kommendes Wochenende nochmal genauer drüber reden, wie sich das mit den Eiern verhält, da ich gesehen habe, dass da doch noch recht viele Unklarheiten sind. Also kommt da dann kommenden Samstag das Video zu. Wie gesagt, vielleicht kann ich euch dann auch schon zu den Buffs mehr sagen. Und ja, dann danke dir, Fabi, dass du geholfen hast. Gerne, mittwochs kommen die Eierwichtel. Genau, die klauen dann alles. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Update. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe schon überlegt, das ist ja jetzt im Endeffekt wirklich die finale Vorbereitung für die Online-Rennen. Vielleicht dürfen wir uns dann nächste Woche auf den Multiplayer freuen. Wir sind sehr gespannt. Also ihr Lieben, macht's gut und bis dahin. Tschüss.